Damit kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 14.16, Entwicklungskonzeption für den Stadtbezirk Neustadt. Einreicher ist interfraktionell. Wer möchte uns ihn vorstellen? Und dann soll noch ein Ergänzungsantrag von den Dissidenten vorliegen. Das könnte dann auch noch eingebracht werden. Also, wer bringt es ein? Herr Drews, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist natürlich schwer, nach dieser Highlight-Debatte jetzt gleich weiterzumachen. Und ich gebe gerne zu, bei dem jetzt behandelten Antrag handelt es sich um ein kleines Thema, was aber durchaus eine große Implikation bzw. Auswirkung hat. Und deswegen würde ich doch gern noch mal kurz dazu ausführen. Der Antrag möchte gern, dass wir eine Aktualisierung von zwei Sachen vornehmen, nämlich von der Sozialraumanalyse und von der Entwicklungskonzeption jeweils für den Stadtbezirk Neustadt. Vielleicht ganz kurz die Sozialraumanalyse, die untersucht, in welches Alter haben die Menschen, die in dem Stadtteil leben, wie viele davon haben einen Job, wie viele haben keinen Job, wie ist auch so eine Einzelhandels- und Wirtschaftsstruktur in dem ganzen Areal. Und die Entwicklungskonzeption ist das, was auf diese Sozialraumanalyse aufbaut und daraus Konsequenzen zieht und sozusagen Maßnahmen vorschlägt oder Handlungsoptionen, die die Stadt ergreifen sollte auf Grundlage dieser Sozialraumanalyse. Die Sozialraumanalyse des Stadtbezirks Neustadt, mit der wir im Moment in dieser Stadt arbeiten, ist von 2010 und die Entwicklungskonzeption ist von 2016. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass seit diesen beiden Jahreszahlen doch schon eine ganze Menge sich auch im Stadtbezirk Neustadt verändert hat. Das wäre ja auch gar nicht schlimm, weil Veränderung gehört immer dazu. Aber diese Sozialraumanalysen und Entwicklungskonzeptionen sind Grundlage für sehr weitreichende und sehr wichtige Entscheidungen der Stadtplanung. Beispielsweise das integrierte Stadtentwicklungskonzept, das INSEC, basiert für jeden Stadtbezirk auf den Entwicklungskonzeptionen, die im Vorfeld erarbeitet worden sind. Und deswegen mag es zwar ein kleines Thema sein, kann aber eine große Auswirkung haben, weil wir mit völlig veralteten Zahlen oder völlig veraltete Analysen und Ideen, wie wir mit diesen Analysen umgehen sollten, arbeiten und auf dieser Grundlage im Zweifelsfall auch völlig falsche Entscheidungen treffen. Deswegen haben die Fraktionen Die Linke und die Fraktion SPD diesen Antrag eingebracht. Und in der Debatte rings um diesen Antrag habe ich ganz oft die Kritik gehört, ja, warum denn nur der Stadtbezirk Neustadt? Im Zweifelsfall trifft das doch auch auf andere Stadtbezirke zu. Ja, na klar, das kann sein. Unser Anliegen betraf die Neustadt, weil es dort ganz konkret an uns herangetragen worden ist und dort ganz konkret auch vom Stadtbezirksamt als Problem deklariert worden ist. Und deswegen haben wir uns dem angenommen. Wir können uns gern auch den anderen Stadtbezirken in dieser Fragestellung nochmal annehmen. Es ist jede Fraktion herzlich eingeladen, da eine Initiative zu starten. Aber ich glaube, das sollte uns nicht daran hindern, die Daten, Analysen und Entwicklungskonzeption für die Neustadt auf wieder richtige und gute Füße zu stellen. Und in diesem Sinne werbe ich um Zustimmung zu dem interfraktionellen Antrag. Vielen Dank. So, jetzt gibt es einen Änderungs- oder Ergänzungsantrag. Dissidenten, Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, also als ich den Antrag gelesen habe, habe ich mich zugegebenermaßen geärgert, weil er wieder sehr oberflächlich, sehr allgemein, wir müssen mal prüfen, irgendwie ist. Ja, ich will jetzt nicht so sein, okay, kann man machen. Ich gebe auch zu, nachdem der Stadtbezirksbeirat Neustadt dem zugestimmt hat, will ich mich dem nicht entgegenstellen, das ist ja ein Argument. In unserem Punkt 1 haben wir auch vorgeschlagen, und das möchte ich auch nochmal ausdrücklich hier sagen, bitte in der Fassung des Stadtbezirksbeirats Neustadt abstimmen. Ich weiß nicht, ob die Einreicher dem folgen, würde ich jetzt mal begrüßen. Und ich habe dann einfach mal in dem Punkt 2 auch naturschutzfachliche Anliegen des Ortsamtsbereichs Neustadt mal reingeschrieben. Und der Hintergrund ist einfach der, klar, Wohnen, alles ganz wichtig und so weiter, aber wir müssen uns irgendwann mal angewöhnen, in dieser Stadt, Stadtentwicklung, Mieten, Wohnen, was damit zusammenhängt,
nicht losgelöst vom Naturschutz zu betrachten. Und Naturschutz ist dann das, was dann übrig bleibt. Ja? So wird es nämlich in der Stadt bisher gehandhabt. Und den will ich jetzt einfach auch mal an einem Antrag, bei dem es vordergründig um was völlig anderes geht, einfach auch mal ein bisschen provokativ entgegensetzen, weil diese Art und Weise, wie wir hier mit dem Naturschutz umgehen, ist nicht in Ordnung. Kurz zu den einzelnen Punkten. Es sind Dinge, die aus meiner Sicht schon lange geplant sind, auch im Flächennutzungsplan teilweise hinterlegt, ohne dass man irgendwelche Maßnahmen erkennen kann, als auch aktuelle Dinge. Die aktuelle Sache ist Wiederherstellung der illegalen Abholzung am Holunderweg. Da ist es mittlerweile ja weitergegangen. Der Kleingartenbeirat hat dem zugestimmt mit übergroßer Mehrheit von allen Fraktionen. Von daher denke ich, dass das hier kein Kriterium sein, dass es hier keine Hinderung sein sollte. Naturnahe Gestaltung des Laufs der Priesnitz und Entwicklung des Waldes. Ich weiß nicht, es gehen ja doch einige wahrscheinlich öfters mal an der Priesnitz und dort im Wald spazieren. Ist jedenfalls Naherholungsgebiet für die Neustadt. Ich muss ausdrücklich sagen, wenn man dann ein bisschen weiter nach oben geht, nicht ganz unten, und dann auch mal in den Wald guckt, die Entwicklung dort ist sehr positiv. Also dort gibt es sowas wie eine Ansätze von naturnaher Waldentwicklung. Das muss man auch sagen, es ist nicht nur alles schlecht. Aber trotzdem ist natürlich die Priesnitz in dem Unterlauf im Grunde kanalisiert. Im Oberlauf ist es besser. Und warum nehmen wir uns nicht einfach mal, wir haben das Thema Keitzbach gehabt, warum nehmen wir uns nicht mal vor, das Ziel, auch die Priesnitz naturgenäher zu gestalten? Ich finde, das ist ein Thema und deswegen will ich es hier mal im Stadtrat sagen, auch wenn es wenige Leute interessiert. Dann Herstellung großräumiger Grünverbindung vom Heller zum Hechtpark. Ist, sage ich mal, von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Biotopverbünde von der Heide Richtung Neustadt, Richtung Innenstadt, Richtung Elbe zu kriegen. Habe ich mir nicht ausgedacht, steht im Flächennutzungsplan auf Seite 166. Leider in dieser allgemeinen Form ist nach meiner Kenntnis leeres Papier, es passiert nichts. Weitere Begrünung der Halde, da wird sich einer fragen, was ist die Halde? Das ist dort dann am Rande frühere Abfallbeseitigungsanlage, mittlerweile abgedeckt, unten sehr schön begrünt, oben leider total kahl. Ja, das mag möglicherweise auch noch Sicherungsgründe haben, aber die Perspektive muss es sein, dort auch mit Bäumen oder einer weiteren Begrünung das weiter aufzuwerten. Ist übrigens, wenn man am Wochenende mal dorthin geht, absolut begangenes Naherholungsgebiet. Die Leute lieben das. Dann natürlich auch wieder aktuelles Thema, Herstellung der Grünfläche an der Martha-Frenkel-Straße. Da gibt es ja schon seit vielen, vielen Monaten einen Antrag der Grünen-Fraktion, der dann auch immer wieder mal zurückgezogen wurde. Also von daher, denke ich, ist es auch noch ein Anliegen. Und dann natürlich Biotopverbund im Masterplangebiet Leipziger Vorstadt, also hier, wo wir gerade dieses Bürgerbeteiligungsverfahren machen. Entsiegelung, Erweiterung der Grünachse zwischen Marienbrücke und Neustädter Hafen, habe ich erst vorgestern gesehen, ja, da passiert was, ist ganz an mir vorbeigegangen, da macht der GB7 einen Grillplatz, auch ein altes Thema, und macht eine Entsiegelung, gute Sache, aber daneben ist noch eine riesige versiegelte Fläche, ja, wunderbar geeignet für Stadtgärtner oder andere Dinge, also bitte darüber auch sich Gedanken machen. Aufwertung der Neustädter Elbwiesen durch hochwasserunschädliche Gehölze. Wir haben viele Gehölze teilweise im Elbe-Raum. Ich sage mal immer, wer dann Thiele kennt, den Maler aus dem 17. Jahrhundert, da gibt es ja berühmte Darstellungen vom Elbtal, alles schön locker mit Bäumen bewachsen. Das ist auch meine Leid. Johann Alexander Thiele, du kennst den, ne? 18. Nee, 17. Gut, wir streiten uns nachher, okay. Du magst recht haben, sorry, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, diese Thiele-Gemälde, es gibt auch von Leipzig und Zittau, es gibt überall Gemälde dazu, das ist eigentlich auch meine Idealvorstellung, wie ich mir einen naturnahen Elberaum vorstellen würde. Deswegen bitte ich darum, diesem vermeintlich fachfremden Ergänzungsantrag trotzdem zuzustimmen. Danke. So, dann kommen wir zu weiteren Rednern. Avisiert ist mir einer, Herr Hecht. Und einer eventuell, also Hecht, klick. Also bitte los. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Neustädterinnen und Neustädter, der Antrag ist eingebracht. Ich will noch mal ein paar Worte verlieren zu bestimmten Aspekten. Auch
darauf eingehen, was der Kollege Johannes Lichti genannt hat. Und ich möchte beantragen, dass wir über den Bericht des Stadtbezirksbeirats Neustadt abstimmen nachher, der das ja noch mal ein bisschen qualifiziert hat. Warum das Ganze? Also es ist ja nicht nur so, dass es lang her ist. Ich darf erinnern, dass die Neustadt das Sanierungsgebiet Nummer 1 im Freistaat war und mit großem Aufwand sozusagen vor dem drohenden Verfall gerettet werden musste, auch auf Initiative hin der Leute, die dort wohnten. Dazu gehört dann natürlich, dass man das auch begleitet, was passiert mit den Sanierungsmillionen, die da reingeflossen sind. Und da gab es regelmäßig solche Sozialraumanalysen, wo man dann feststellen konnte, wie sich die Neustadt entwickelt. Für mich ganz bezeichnend damals zum Beispiel ist genau sichtbar, wann sich das Verhältnis zwischen Pionieren und Siedlern geändert hat. Die Pioniere waren die, die teilweise als graue Besetzung die Wohnungen in der Neustadt einfach besetzt haben und angefangen haben, Miete zu zahlen. Damit war das sozusagen legalisiert. Die Pioniere waren auch solche Kneipen wie das Raskolnikow, die als Außenstelle der Kunsthochschule gelabelt wurde, damit die dort nicht rausgeflogen sind. Oder die Bronze, die legendäre, die sozusagen zweimal abgebrannt ist, wo man auf umgedrehten Obstkisten den Rotwein nur in Flaschen bekam, weil Bier staatstragend war, wie ich mir erklären lassen musste, der ich nun gar keinen Rotwein mag. Also jedenfalls, das waren Pioniere und Siedler waren die, die das Flair schick fanden, die sich auch bis heutzutage sozusagen halten, die dort ihre Kinder geboren haben und ihrem Besuch die Kunsthofpassage zeigen. Und dieses Verhältnis ist ungefähr 2002 gekippt, also ungefähr da, wo ich auch in die Neustadt gezogen bin. Keine Ahnung, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und die Neustadt hat sich geändert sozusagen, ist aber eins geblieben, was es auch früher schon war. Der Mythos der Neustadt geht ja bis dahin zurück, als dort noch gar keine vielen Gebäude standen, sondern als es ein Ausflugviertel war für die Altstadtseite und die Hinrichtungsstätte sozusagen der Gesamtstadt. Und das zieht sich sozusagen ja bis heute ein bisschen durch, dieses Amüsement und dieser Trubel, vor allen Dingen eben auch an bestimmten Kreuzungen, die wechseln zwar im Laufe der Zeit, aber man kann auf alten Zeitungsartikeln aus den 10er und 20er Jahren über den berühmten Alaun-Mob lesen, wo die damals Hosenträger hatten und Gamaschen, aber sozusagen die gleiche Problematik wie heute angestellt haben. Sie haben sich an Ecken stehen sozusagen betrunken oder haben durch die Gegend gequatscht und teilweise natürlich auch Unsinn gemacht. So, und die Sache, mit der wir uns jetzt konfrontiert sehen, ist, dass wir Maßnahmen brauchen und dafür muss es aber eine aktuelle Planung geben. Deswegen diese Bitte, sich hier eine Sozialraumanalyse nochmal vorzunehmen und auch in die Entwicklungsplanung einzugehen, vor allen Dingen, weil sich das ja geändert hat. Die Neustadt drückt ja aus allen Nähten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die mit am meisten besiedelt ist. Das ist nicht hier die Neubaugebiete, sondern das ist zum Beispiel mein Block auf der Sebnitzer Straße. Da wohnen mehr Leute als in manchem sächsischen Dorf. Und das drückt sozusagen ins Hechtviertel rüber, das drückt auf die Leipziger Straße rüber mit dem Leben. Da kommt jetzt der Leipziger Bahnhof dazu, der alte, das Gelände, was dort erschlossen wird. Und es geht natürlich auch bis rüber in die Radeberger Vorstadt. Und das soll die Planung mit einbeziehen, diese Dynamik, die sich dort jetzt seit einigen Jahren darstellt und dort gucken, wie es in Räume verteilt, wie es in Bevölkerungsgruppen verteilt. Natürlich sozusagen wünschen wir uns dann, dass dort Maßnahmen sichtbar werden durch die Planung und es ist auch der Unterschied zum Dissidentenantrag, der schlägt ja selber schon Maßnahmen vor. Auch wenn die mir teilweise sogar einleuchten, sozusagen, ist dort ja eine völlig ausgereifte Liste an Vorschlägen, die nur noch umzusetzen sind. Und das finde ich im Grunde genommen einen eigenen Antrag wert, muss ich sagen. Na, ich finde das richtig und das ist auch wahr. Man muss nicht nur den Naturschutz, Umweltschutz, sondern überhaupt die ganze damit zusammenhängende Thematik bei Stadtentwicklung mitdenken.
Aber jetzt in dem Fall werden wir den Antrag ablehnen, denn er geht meiner Meinung nach viel zu, wie man sagt mal heute, Feingranulat. Ja, wir wollen erstmal eine Planungsgrundlage haben, weil wir Maßnahmen brauchen. Und in dem Sinne wollte ich noch mal daran erinnern, als letzten Satz, warum wir möglicherweise auch mit der Neustadt angefangen haben. Das ist die Rolle sozusagen, die die Neustadt für die Gesamtstadt hat. Ich sagte früher eben Henkersplatz und Biergärten, heutzutage dieses laut sein können und sich noch mal jung fühlen dürfen, sage ich mal. Und weil es bei uns laut ist sozusagen, kann es in der Reststadt eben leise sein. Und deswegen bitte ich sozusagen im Interesse der Gesamtstadt auch um diese Sozialraumanalyse bei uns und um diese Entwicklungsplanung. Vielen Dank. So, dann war mir noch eine Wortmeldung bei Bedarf verzichtet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das kann ich nicht sehen. Dann würde die Abstimmung wie folgt gehen. Ich interpretiere mal Ihren Antrag, Herr Lichti, als einen Ersetzungsantrag. Da nehme ich auf der 1. Doch. Ergänzungsantrag. Ich habe nur auch schon beantragt in unserem Punkt 1, dass die Abstimmungsgrundlage Bericht Stadtbezirksbeirat Neustadt ist. Ja, aber nochmal, lassen Sie mich erst mal erläutern. Sorry. Und dann können Sie, weil Sie genau nämlich in den Punkt 1 den Neustädter Beirat aufnehmen, den dann weiter ergänzen. Insoweit ist das Gesamtkonglomerat in Ersetzung und da richte ich mich mit einer Abstimmung durch. Bekommt er keine Mehrheit, würde ich dann, was beantragt worden ist, zur Abstimmungsgrundlage den Bericht aus Neustadt machen. Bekommt der keine Mehrheit, kommt dann der federführende Ausschussbericht, der ablehnend ist, zur Abstimmung. Und wenn der keine Mehrheit bekommt, kommen wir dann zum Antrag itself. Hallo? Ja. Vielleicht zur Vereinfachung. Ich habe jetzt gehört, dass die Antragsteller auch den Bericht vom Stadtbezirk neu zur Grundlage machen wollen. Damit hätte sich unser Punkt 1 erledigt und es wäre der Punkt 2. Ja, es geht aber nie. Geht nie, schade. Ich wollte euch entgegenkommen. Weil das hätten Sie sich eher einfallen lassen. Nein, wir haben ja jetzt einen Fehler für einen Ausschussbericht. Das ist normalerweise, und insoweit macht es das nicht besser, sondern wir gehen immer vom Größten zum Kleineren, also zur größten Abweichung als erstes. Das ist Ihr. Was soll denn jetzt punktweise Abstimmung? Glauben Sie mir, wenn ich Ihren Antrag als Gänze hernehme, als den weitestgehenden und ersetzend, und er bekommt keine Mehrheit, kommt als nächstes, das wäre dann wie punktweise, dass wir die Abstimmung machen über den Bericht von Neustadt. Und wenn der dann keine Mehrheit hat, und das erläutert euch dann weiter. Also, wir kommen zu dem Antrag Dissidenten. Wer diesen als ersetzend, wir haben da als erstes Neustadt und haben den ergänzt noch um weitere Punkte folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neun Ja, 42 Nein, 13 Enthaltungen, hat keine Mehrheit gewonnen. Jetzt kommen wir zu dem, dass wir darüber abstimmen, wie beantragt, dass wir über den Beschlussempfehlung vom Stadtbezirksbeirat Neustadt auch wieder ersetzend zum Ausschussbericht abstimmen. Dann wäre der beschlossen. Und wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 34 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Wäre das so angenommen und in dieser Fassung des Stadtbezirksbeirates Neustadt beschlossen. Mit Blick auf die Uhr sage ich, wir sollten an dieser Stelle schließen für heute. Haben es nicht ganz geschafft, aber doch eine ganze Menge der Tagesordnung absolviert. Bedanke mich, wünsche einen guten Nachhauseweg, ein angenehmes Wochenende. Und schließe hiermit die Sitzung.